Hallo ihr Lieben, heute möchte ich endlich für meine Runen, die ich selber gemacht habe aus Fimo, ein Beutelchen machen. Dazu habe ich mir hier braunes Kunstleder besorgt und mache jetzt hier den Boden mal. So, das Leder ist außen dann. Jetzt habe ich erstmal den Boden, ist ja nicht viel. Ich kann das hier abmessen, auch ungefähr von der Höhe, dann passt das schon. Wie lang das Ganze hier wird, entspricht dem Umfang von dem Kreis. Mache ich mal hier eine Markierung hin. Und dann darf man nicht vergessen, man benötigt noch eine Nahtzugabe. Rechts und links. Das heißt, hier ist die Scheibe zu Ende gewesen. Das heißt, ein Stück für die Seite, ein Stück für die Seite. So. Muss nicht ganz exakt gerade sein, ist ein Beutelchen, das merkt man später dann eh nicht mehr. So. Ich habe meine Lochzange gerade nicht gefunden, da würden dann Löcher reinkommen, um das zusammenzubinden. Ich mache das jetzt so weit fertig, dass ich das einfach am Schluss mache. Und ich nähe das Ganze jetzt erstmal zusammen. Da darf man auch nicht zu kleine Stiche machen. Normalerweise gröberer Faden, gröbere Nadel. Aber das habe ich jetzt leider auch nicht hier. Ich probiere das jetzt einfach mal so. Schauen wir mal, wie es wird, was rauskommt. Da innen die Naht sein soll, wird es so außen auf außen zusammengenäht. Dann sieht es nämlich so aus. Für das Zusammennehmen ein bisschen Platz lassen, also nicht direkt am Ende anfangen, hier von dem Stück, also nicht direkt hier, sondern eher hier und auch einen gewissen Rand lassen. So, das Ganze nähe ich jetzt hier ein bisschen schräg zu, damit hier die Öffnung oben größer ist. Es ist jetzt eher mehr, ja, ein Becher geworden. So, jetzt ist es soweit. Ich schneide hier jetzt ganz vorsichtig einmal ab und lasse auch ein bisschen Rand und drehe das Ganze jetzt um. So, da habe ich jetzt mein Beutelchen und kann die Runen jetzt hier reinfüllen. So. Und dann kommen noch Löcher hin und dann kann ich es zubinden. Dann habe ich endlich ein Gefäß für meine Runen. Das Ganze kann man noch verzieren. Ich nehme die Schutzrune und zeichne es jetzt hier auf. Eigentlich ist das.
Ist auch irgendwie meine Lieblingsrune. Lasse ich das Ganze trocknen und dann habe ich mein Beutelchen. Viel Spaß beim Nachmachen. Tschüss!